Es ist geschlossen. Von hier werden keine weiteren Feinde mehr kommen. Was ist los? Ich wollte mir eine witzige Entgegnung darauf einfallen lassen. Ich glaube, das muss ich nicht unbedingt hören. Und ja, das Tor ist zu. Warum auch immer man unbedingt solche Tore bauen muss. So, weil wir es können, hüllen wir hier den Tunnel noch ein bisschen mehr aus. Aber nur in der Hoffnung, hier noch was zu finden. So, währenddessen, was sagt mein Militär? Eigentlich könnte ich mein Militär jetzt mal ein bisschen trainieren mit dem Gold, was ich habe. Und dem Holz. So. Das sind jetzt 8, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder sind es nur 6? Nein, es sind nur 6. So, das reicht aber vollkommen aus. Dass hier alle trainieren können. So, als nächstes mache ich hier zu. Ich kann immer noch keine besseren Holzpflanzen. Oder doch, jetzt könnte ich sie. Wenn die abgeerntet ist, baue ich dann meine bessere hin. Wow, das ist mal ein großer Holzbaum. Ich habe die ja bis jetzt nie gebaut. Jedenfalls nicht im Let's Play. Weil ich es einfach nie für nötig gehalten habe. Aber da wir hier eh zu wenig Platz haben. Baue ich mal eine große Holzpflanze und guck mal, wie viel ich davon bekomme. Weil von so einem Holzding kriege ich immer einen neuen. Also von so einem kleinen Holzsträuchle, von einem Holzbaum. Ja, Holz von Bäumen zu gewinnen, ist doch nicht an den Haaren herbeigezogen. 20, also das Doppelte. Mehr als das Doppelte sogar. Da rentiert sich's fast schon. Die mal hier alle durch solche Holzbäume zu ersetzen. So. Und um das auszugleichen, verkaufe ich alles Holz, was ich gerade habe. Was steht eigentlich bei den Sträuchern? Eine kleine Pflanze zur Holzproduktion. Holz vom Bäumen zu gewinnen ist doch nicht an den Haaren herbeigezogen, oder? Nein, ist es eigentlich nicht. So. Hier läuft eigentlich jetzt alles. Wir hüllen hier jetzt nur noch alles aus. So gut sie es eben können. Während ich auf die Punkte hier warte, genau. So, die trainieren schön. Und ja, Holzproduktion läuft jetzt, glaube ich, viel besser. Mehr Holz zu haben, ist auch definitiv nicht verkehrt. Gerade eben, weil wir Goldknappheit haben, muss ich jetzt gucken, dass ich meine Holzwirtschaft, die Goldknappheit, etwas ausgleiche. So.
Was brauche ich eigentlich als nächstes? Essensration ist eigentlich nicht notwendig. Kosteneffizienz würde ich gern mal erforschen. Das habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nie erforscht im Let's Play, dass wir mal sehen, wie viel billiger die Sachen werden. Also ja, gehen wir mal hier oben weiter. Weil hier so brauchen wir eigentlich jetzt im Augenblick nichts. So, wie weit seid ihr? Oh, hier habe ich was übersehen. Auch gut. Aber ja, Holz kommt wirklich schneller rein, weil die. Ich habe zwar das Gefühl, sie wachsen etwas langsamer. Aber dadurch, dass ich ja eh nur zwei Arbeiter habe, die sich darum kümmern. Reicht das eigentlich völlig aus. Worum ich mir jetzt eher Sorgen mache, ist, wenn ich da in den Raum reinbuddel. Ob ich da wieder eine böse Goblin-Überraschung erlebe. Oder ob ich da drin nichts finde, was ich eher hoffe. So. Dann stellen wir mal erst die Betten hier wieder auf und den Tisch, den können wir da unten hinstellen. Da Zwerge ja öfter mal Hunger haben. Weil hier drüben sind wir jetzt fertig. Und ja, wir haben noch sehr viel vor uns, wie man sehen kann. Dürfte auch lustig werden. So, deswegen speichere ich zur Sicherheit mal. Bevor wir hier reinbuddeln. Okay, ein brauner und ein grüner. Das ist ja jetzt nicht so der Weltuntergang. Und theoretisch könnten wir hier auch mal eine Etage höher aushöhlen, aber ich glaube nicht, dass wir hier was Gescheites drin finden werden. Genau, der portet sich raus. Militär ist schon unterwegs, gut. Der hat's auf meinen Tisch abgesehen. Jetzt hat's mein Bergarbeiter endlich gemerkt. So, gut, der nächste. Okay, der geht ziemlich gut down jetzt. Sehr schön. Forscher müssen weniger schlafen, wäre nicht schlecht. Scharfschützenausbildung. Ne, gehen wir mal auf die Kosteneffizienz rüber. Ich will die mal ausprobieren. Ich habe die so selten benutzt, auch in meinem privaten Spielen, dass ich gar nicht weiß, was die bringt. So. Gut. Dann können wir auch rationen, dass die Zwerge nicht mehr so oft hungern. Weil das macht sie dann auch effektiver.
Und ja, wir kriegen wirklich eine Menge Holz rein. Da ist schon mal auch unser Esszimmer wieder fertig. Unser Wohn- und Esszimmer. Wir könnten das theoretisch noch mit ein paar hübschen Sachen verzieren. Sonst wirkt das Ganze so leer irgendwie. Zum Beispiel mit einer Badewanne. Und hier in die Ecke stellen wir einen Besen. Exotisches Horn. Suppenkessel. Nein, so ein exotisches Horn. Das gibt verdammt viel dafür, dass es nur 5 Obsidian kostet. So, sehr schön. So, ihr grabt mal weiter in die Richtung. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass da wieder Sackgasse ist, aber ich will es herausfinden. Ja, da ist wieder Sackgasse. Gut. Dann könnt ihr ja mal hier alles auf der Seite ausgraben. Dass ich wenigstens auf der Seite nach Zeug gucken kann. Also ob da Vorräte versteckt sind irgendwo. Wie zum Beispiel da das bisschen Silber. So. Ja, Fallen sind auch so eine Sache. Für Fallen bräuchte ich Generatoren und Generatoren. Hier kosten Titan. Dafür müsste ich erstmal eine größere Titanquelle finden. Weil ich glaube, der Generator erzeugt für 2 Fallen. Ja, und dann könnte ich hier so Klingenfallen und Pfeilfallen errichten. Könnte ich hier hinbauen, so Pfeilfallen und Klingenfallen, beziehungsweise hier den Gang etwas enger machen. Später und da dann Klingen und Pfeilfallen hinbauen. So würde ich wenigstens meine Basis etwas schützen. Ah, hier für Fallen. Alle eure Fallen für einen höheren Schaden zu, wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ja, wir haben ja noch genug Zeit zum Forschen. So. Sieht hier alles auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Auch wie wir uns da runtergebuddelt haben. Aber ja, der Minenschacht kann so bleiben, wie er ist. Der ist nicht wirklich wichtig. Was ich mich eher frage ist, wie soll der Bauarbeiter da oben hinkommen? Den muss ich dann hier erst bei der Brücke errichten. Brücken sind hier. Einfach billige Holzbrücken. So. Und ihn dann mal hier zumachen lassen. Dazu muss er auch irgendwie da hochkommen, oder?